Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play... Oh, ich komme jetzt nicht raus. Warframe, ja? ein Free-to-Play-Spiel von Steam, was gerade relativ neu auf dem Markt ist. Die Server sind online seit dem 21. März. Und wir spielen es natürlich Co-op zu viert. Und ich muss hier irgendwie was hacken. Ich komme hier nicht mehr raus. Ihr habt mich irgendwie hier eingeschlossen. Hm, schade, ne? Ich hack das mal kurz mal hier. Moment mal bitte. Scheiße, die Zeit läuft ab. Warte mal. Jetzt habe ich hier was gehackt. Kann ich jetzt hier durch? Wo bist du denn? Ah, ich bin hier. Ihr habt mich ja ausgeschlossen. Ich hab gar nichts hier. Die Aufnahme läuft, glaube ich, einigermaßen flüssig. Also ich habe jetzt nicht die vollen, hohe Auflösung hier. Aber ich bin wahrscheinlich der Einzige, der die voll hat hier, ne? Oder? Ja, also das ist echt ein... Das ist als... Alter, die sind ja schon die ersten Gegner. Kostenloses Spiel zu machen, finde ich ganz schön heftig. Man hätte, glaube ich, für den mit dem Spiel ganz schön Geld machen können. Weil das Spiel schon sehr schnell Mitglieder gefunden hat. Genaue Zahlen hat, weiß ich jetzt nicht, aber das ist sehr... Hat jetzt schon über 1 Million. Ja, also ich finde es krank, finde ich. Also ist schon ziemlich geil geworden, das Spiel. Muss ich sagen. Also wir haben jetzt schon ein paar Rötchen so alleine mal gespielt, wegen Aufnahmen probieren und sowas. Und Gameplay angucken und Steuerung und sowas. Also gefällt mir ganz gut hier. Ja. Ja, Level up. Level up schon, Alter. Yeah. Level up hatte ich aber glaube ich auch schon. 2 bin ich jetzt. Also weißt ihr alle die Steuerung? Ja. Ja, so einigermaßen. Mit E gedrückt könnt ihr auch noch Schwertschlag machen, ne? Ja, ja. Wir müssen hier noch mehr spielen. Man kann natürlich das Spiel auch alleine spielen, aber wir haben uns natürlich gedacht, wir müssen natürlich das zu viel spielen. Das spielt sich ja gerade so an. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das Spiel hat auch eine lange Dauer. Mal gucken. Also wir werden immer eine Mission machen und dann mal einen Cut machen und dann, ja, so was. So, und auf der links oben sieht man die Karte halt, da ist so ein Ausrufezeichen immer so zu sehen und vier grüne Punkte. Das ist ein Gegner, ne? Und den muss man halt immer folgen, so. Da oben. Ja, mal geil, ey. Jetzt müssen wir gleich mal auf nochmal gucken, wie der Sound ist, hab ich jetzt nicht ganz so laut, ob es reicht, damit man unsere Stimme einfach noch verstehen kann. Boah, wir müssen hier aber lang, ne? Ja. Na? Du läufst dir gerade komplett ohne mich, ja, ne? Ja, ich laufe auch gar nichts. Wo seid ihr? Ah, da ist einer. Draufhalten! Ah, ja. Da bin ich. Hi. So, okay, okay, weiter. Cool. Lade dich mal so schnell nach, ey. Man hat ja hier 60 Schuss im Magazin. Wie schwul. Nee, weiter. Hier müssen wir lang. Nee. Oh, da hängt noch ein Ding dran. Oh, wo geht man ach, jetzt da lang? Lang. Aha, ja klar. So. Oben auf der Map gucken, da lang. Ah, kann man eigentlich rennen? Ach ja, doch, ich kann. Yay! Mal gucken, wo müssen wir hier lang, oder? Ja. Spind! Mein Stuff! Ja, wird's dir doch, Alter. Ach, hab ich auch. What the fuck? Credits, Alter, hier ist ein Gegner. Aber ich bin mal gespannt, krass, ob nachher andere Gegner kommen. Hier sind ja eigentlich meistens nur dieselben Gegner. Das finde ich ein bisschen dämlich. Also hier hätte ja, auch richtig Bock auf... Wir bedenken, das ist das erste Level, ne? Ja, eben. Level up? Ja. Also wir haben jetzt noch nicht viel gesehen. Alter, mach ich das. Oh, weg. Alter, wie mal wegfliege, Sama! Man könnte ja auch theoretisch einfach voll mit Schwerten durchlaufen, aber man mag lieber schießen als Schwert kämpfen. So, wo müssen wir jetzt lang? Da hinten ist auch gut Ausrufezeichen, also müssen wir da hinten lang irgendwie. Irgendwie kann man das hier nicht, nee, noch zu. Doch, warte mal. Bei der Eingabe, warte mal, stand. Kann jemand mal hier mitdrücken irgendwie? Ne. Warum nicht? Aus Prinzip. Ja, komm her hier. Ja, ja, klar, chill doch mal. Wo ist denn? Ach, da. Ach ja, da müssen zwei machen. Ja. Okay. Ja, hab ich doch, warte. Nö. Irgendwie geht das nicht. Okay, doch. Ah. Beide müssen gleichzeitig aktiviert werden. Ah, aber oh, Koop-Sachen. Hammergeil. Ah, Scheiße, aber auch. Ich würde sagen, Alter, wie kann man nur weiterempfehlen, ne? Ja, okay. Kaum 10 Minuten, wie kann man nur weiterempfehlen? Ach, schwul. Ja, ich hab's nämlich auch schon gespielt. Bin ich der Einzige, der überhaupt keine Ahnung von dem Spiel hat? Ja, ne? Auch keine Ahnung, ja, richtig so. Woher soll hier entwicklermäßig und so? Und warum hier und wer das gemacht hat, so wie auch keine Ahnung. Alter! Da geht mal drauf, ihr scheiß Viecher, ey. Also ich kenne jetzt gar nicht so Story, es hat glaube ich keine Story, die weiß ich jetzt nicht. Das Spiel hat irgendwie glaube ich keine Story, kann man ja eigentlich auch springen. Ja. Scheiße, und bei Free-to-Play-Spielen interessiert auch glaube ich keine Story. Ja, ich glaube das Spiel ist einfach drauf, mal, Alter, hier draufballern, ey. Kann man hier irgendwas machen? Ja, ich hack hier mal was hier wieder. Ich hoffe mal, das ist richtig was, scheiße, warte mal. Ich war schon mal gehackt. LOL! Nein! Ah, geht doch. Das war knapp, ey, noch 2 Sekunden. Kontrollpult. Wäre irgendwas aufgemacht, aber ich weiß nicht was. Warte mal auf. Ah ja, da ist schon die erste Safe Room, oder?
Meinst du? Ja, das sieht schon danach aus. Ja, wir da erreiche einen Extrakt. Oh, wir haben schon die erste Mission geschafft. Voll durchgerusht, Alter. Mega Herausforderung. Ey, wir kennen das ja auch schon. Oh, krass. Ich glaube, wir hängen noch die zweite Mission noch dran, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, oder? Gegenstände halten keinen zurück, das weiß ich nicht, was das ist. Belohnung kriegt man hier, so hat sich so eine Währung irgendwie, man kann hier hier Pistolen und Gewehr leveln und eigenes Level, ja. Und Schwert kann man auch leveln. Genau. Jo, ich zeig mal schon erfolgreich. Jetzt hier, jetzt sieht man, haben wir gleich Übersicht. Ich hab den meisten Schaden gemacht. Wer den meisten Schaden gemacht hat, wer den meisten Schaden eingesteckt hat und Niklas. Alles so schlaf, was interessiert aber jetzt nicht so richtig. Hier sehen wir kurz die Mission, also hier ist so, sind die Missionen so, also hier wäre jetzt die zweite Mission. Und ich zeig nochmal kurz das Hauptmenü hier, meinen komischen Typen hier, der heißt Excalibur. Hier oben steht mein Level, ich bin noch Level 0, sind wir glaube ich alle noch. Währung hier und hier ist so noch eine Währung für Echtgeld, die interessiert uns das aber nicht, weil wir in dieses Spiel kein Geld stecken werden. Ja, ich will jedenfalls nicht, hier kann man sich eine Waffe aussuchen, die werden wir später freischalten. Also ich habe gehört, mit der ersten Waffe macht man noch ordentlich Damage, also dass man noch ordentlich weiterkommt mit der ersten Waffe. Wir lassen es einfach mal so. Ich würde sagen, zweite Mission, go go, oder? Mhm, ja. M-Prime. Jetzt fertig los. M-Prime, los geht's. Okay. Ja, mit dem mal draufklicken, ne? Jo, ich bin dabei. So, schön. Die kennen wir jetzt noch nicht, wir haben jetzt nur ein paar Mal die erste Mission gespielt, weil wegen einmal ist und so. Ja, zweimal eben. So. Markus mit seiner SSD direkt voll durch. Ja, dabei drin. Und dauert das ein? Also ich finde das Spiel sehr schön gemacht. Die Sequenz hier finde ich schon geil, ey. Voll die geile Grafik gegen. Oh ja. Immer selber, das Ding, gemacht, das Ding fällt von der Decke runter und zack, stehst du da. Fünf Spiele sagen gerade noch drauf. Ninjas. Ah, das ist geil am Anfang. Ein bisschen schade geworden ist, dass wir jetzt drei Stück denselben Charakter haben, einen einzelnen, aber das können wir vielleicht noch später ändern. Ja, das können wir vielleicht noch später ändern, wenn wir mehr Punkte haben oder mehr Level. Dann ändern wir natürlich das auch. So, wie müssen wir lang hier? Hier? Ja, da lang. Nein! Wir läuft hier schon vor, hier. Ah, da, Gegner! Miau. Gegner sind immer gut. Alter! Ja, krass! Oh, leck mich doch. Ich zeig das auch mal kurz hier, weil man kann sich auch das Schwert... Oh! Das war jetzt kannst du das schon hacken, oder? Nein, keine Sohle. Warte mal, das? Können wir das? Nee. Ich weiß nicht, wie man hacken soll. Ist ja komisch. Ah, ja, doch, geht doch. Genau, aus. Hab ich gemacht. Geht weiter. Aha, es ist, wir können rein, Niggas. Alter, hier sind mal viele Gegner. Warte auf dich. Ja. Alter, was kommt da alles? Gib ihm. Hier, F ist Waffe wechseln, ne? Wisst ihr, ne? Nee, E ist die einzige. Einzig, wofür ich mich interessiere. Ja, kleiner Schnettelpenner hier. Das Spiel ist halt so Borderlands-Style, würde ich sagen. Also jetzt vom mit Koop halt. Man kann halt alles Koop zocken, ne? Ja, stimmt. Das ist, ja, können wir mit Borderlands ein bisschen vergleichen, ne? Na, ohne Aufträge halt. Aber ja, doch, ja, ein ganz kleines bisschen. Man hat ja hier auch Missionen, ne, die man füllen muss. Weil hier ist eher nur Niederschnitzel. Also ist halt nicht Open World hier. Naja, aber vom Spielsystem ist ja so ein bisschen, ne? Ich finde, das macht schon richtig Laune. Hab jetzt schon Spaß. Alter, jetzt zweite hält das. Also sehr realistisch. Ach so, bei der Anmeldung stand, das Spiel ist nicht für Spieler unter 13 Jahre geeignet, also. Also hätte hier ein 16er Rating bekommen. Ja. Würde ich sagen, ja. Oder sagst du, Toro, das irgendwo stand, meine ich? Macht jemand hier meinen Hackerkram da? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Das ist ein geiles Ding. Alter. Wie geht denn jetzt ab? Wer nimmt das auf? Hab's aufgenommen. Der Bock hat. Oh ja, ich habe manchmal noch ein paar Frame-Einbrüche. Naja. Vielleicht kann man auch hier mal anders mal aufnehmen. Also ich mache jetzt erstmal ein paar Missionen, dass man berichtet. Kann ja jeder mal aufnehmen, ist ja egal. Ja. Kleiner für Gegner, ey. Alt! Oh, jetzt mal einen geilen Move. Achtung! Ja, das heißt. Zack! Oh, aber nice so. Alter, was ist denn hier los? Ja, mit Schwert ist natürlich ein bisschen einfach. Ich bin down. Stowed, ey, was ist los? Ah, Alter. Ich rette Markus, oder ne, macht der schon gut. Oh, danke. Ich stehe wieder auf, Alter. Okay, also Nahkampf ist nicht so gut. Ja, natürlich ist das nicht so gut. Menschenskinder, ne. Ich mach lieber Ballern, ey, als Nahkämpfer. Ja, Schnetzel mach ich hier gar nicht. Oh, Schnetzel mach ich hier gerne. Ja, du hast ja auch die Schnetzelklasse, wir nicht. Du magst auch nicht, ich mag Geschnetzeltes. Geschnetzeltes, klar, immer doch. Mögliche Schnetzelte, schreibt doch mal in die Kommentare. Kevin, jetzt wird's lächerlich. Ja, lächerlich, ey. Auf das Niveau gebe ich mich hier jetzt mal runter.
Alter, man hat auch gar nicht irgendwie Munimangel oder so. Nö, also ich find's bis jetzt noch relativ anspruchslos. Also, ja, komm, aber ich glaube, es wird noch schwerer. Herausforderung ist jetzt nicht so viel. Ich vermute, es wird noch schwerer. Nee, vermute ich auch jetzt mal, aber jetzt ja sehen. Das sagt mir meine fachkompetente Meinung. Das sagt mir meine fachkompetente Meinung. So, wir müssen hier eine Tür aufmachen wieder. Wie geht das auf nochmal? Ja, ja, ich komm schon. Heckkonsole finden, wahrscheinlich ja, ist sie dahin. Heckkonsole hier ist irgendwo. Stimmt, da hinten in diesem Seitenraum gewesen. Hier müssen wir die volle Saum bleibt vor der Tür stehen, ne? Ja, irgendwo müssen wir es hacken noch. Also zurück. Muss irgendwas zum Hacken sein, keine Ahnung. Ah. Überfragt. Scheiße. Toll. Hammer! So, Hammer geil. Hier, warte mal, sind wir von da gekommen? Wenn ich weiß, dass es hier zwei Türen gibt. Ne, hier auch nicht, wa? Ne. So, und so wie zum Thema das Spiel ist anspruchslos, du musst eine Heckkonsole suchen. Ja gut, eine Heckkonsole suchen ist es nicht. Hier unten auch nicht, wa? Weiß ich nicht. Hä? Gut, während wir suchen... Das ist sicher da vorne irgendwo, ja? Ist was ist das denn hier? Ich hab was gefunden, liegt was. Kann man es gebrauchen hier? Ey, hier liegt was. An das Money, okay. Habt ihr auch, mit, wisst, habt ihr auch mal so weißen Hintergrund? Seine Kräfte ein? Was? Kräfte auch mal so eins, weißen Hintergrund, zwei oder? Und drei, glaube ich. Habt ihr das auch? Ja, wenn ich eins drücke, Fähigkeit nicht freigeschaltet. Wenn ich zwei Stück, Fähigkeit nicht freigeschaltet. Wenn ich drei drücke, aber du hast halt noch nichts. Ich auch noch nicht. Ich hab schon eine einzelne Fähigkeit. Fähigkeit nicht freigeschaltet. Ich hab auch eine einzelne Fähigkeit. Habt ihr es auch so, dass hier so neblig ist? Ja. Na gut, okay. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ich dachte, das ist ja meine Grafikeinstellung irgendwie, aber... Ja, jetzt kommen wir gerade irgendwie nicht so richtig weiter. Warte mal, hier unten ist noch ein Raum. Ja, dann gehen wir rein. Ich meine? Aha. Ja, hier ist das Safe, wir müssen da rein lang. Gut. Mann, du voll. So. Wie seid ihr unten hingekommen? Hier unten lang, warte mal, ich komme hoch. Hier unten lang, ja. LOL, den sieht ja kein Mensch, ey. Hab ich da Zufall gefunden gerade. Alter, was für nice. Hier ist das Safe Room. Welche Punkte aufsammeln? Okay, sind wir wieder durch? Ich hol mal ja, Niklas, wir waren noch auf Niklas, ja, oder? Ich hol den letzten, ja, ich bin da. Ja, er kommt auch noch hier, der Mongo. Ja, immer bin ich der Mongo, warum? Von Warframe! Ja. So, warte auf Mitspieler. So, in der kleinen Zwischensequenz sagen wir vielen Dank für die erste, zum Zuschauen der ersten Folge. Ja, es kommt noch natürlich noch ein paar mehr. Ja, würde ich sagen. Haut ja, rein, Grafik ändert starker Prince of Persia. Hätt's wohl gern. Schickt diesen komischen Kommentar, beenden wir die Aufnahme und bis nächstes Mal. Jo, tschüss. Danke, ciao.